Herzlich willkommen zu dieser geführten Meditation. Mein Name ist Sebastian und ich werde die Meditation leiten. Freut mich, dass du hier bist. Fahre bitte kein Auto und bediene keine Maschinen, während du diese Meditation hörst. Mach es dir nun bequem. Begib dich in eine für dich angenehme liegende oder sitzende Position. Und ruhe dich am besten nun auf meinen Worten wie auf angenehmen Kissen aus und schließe deine Augen. Atme tief ein. Und aus. Und mit jedem Einatmen nimmst du Fortunas Energie auf. Die Energie von Glück fließt in dich hinein. Und mit jedem Ausatmen lässt du Pech und Negativität und Missmut los. Wenn Glück nicht am Wegesrand zu finden ist, dann nur, weil es vielleicht direkt auf dem Weg liegt. Ich möchte, dass du dir ein paar Momente Zeit nimmst, darüber zu meditieren, was Glück für dich bedeutet. Wie fühlt sich Glück an? Was bedeutet es, Glück zu haben? Fühle in das Ereignis des Glücks hinein. Glück kommt in dein Leben. Spüre, wie sich die Hoffnung auf einen gewünschten Zustand in Wirklichkeit gestaltet und der Realität eine neue Anregung gibt. Glück ist die Energie, die deine Hoffnung in sichtbare Gestalt gießt. Glück ist die aufbauende Kraft, die zur rechten Zeit die richtigen Weichen stellt. Glück ist wie Zufall, nur mit besonderer Auswirkung. Glück findest du indes nicht mit der Lupe. Glück lässt sich nicht finden, nicht kontrollieren. Glück geschieht dann, wenn du am wenigsten damit rechnest. Du kannst Glück einladen. Mittels deiner Fantasie, wie du in deinem Zuhause stehst. Stelle dir vor, wie du durch deine Zimmer gehst. Du nimmst einen Zettel und schreibst darauf in großen Buchstaben: Glück ist hier herzlich willkommen. Daneben malst du ein vierblättriges Kleeblatt. Diesen Zettel heftest du an deine Eingangstür, dass er von außen gut lesbar ist. Du gehst auch zu einigen Fenstern und zur Hintertür und hängst einen Zettel mit der Aufschrift: Glück
ist hier herzlich willkommen. Du spürst, wie sich goldene Linien aus angenehmem Licht in dein Zuhause fließen. Sie bringen angenehme, aufbauende Kraft mit. Diese Kraft erfüllt dich mit wohltuender Hoffnung auf das Kommende. Atme die Hoffnung tief ein. Lasse wohltuende, anhebende Energie in dich hineinfließen und atme Belastendes aus. Mehr und mehr Glücksgefühle entstehen in dir. Auch dann, wenn du es noch nicht bemerkst, hebt sich die dich umgebende und durchströmende Schwingung an, in einen wunderschönen Zustand, in dem sich glückliche Fügungen ereignen dürfen. Du gehst in deine Wohnung und fühlst in die glückliche Atmosphäre hinein. Mehr und mehr Glücksgefühle entstehen. Da entdeckst du vor deiner Haustür einen weißen Karton. Dieser Karton ist gefüllt mit bunt leuchtenden, vierblättrigen Kleeblättern. Die einzelnen Blätter erinnern dich an kleine Herzchen. Manche leuchten blau, manche leuchten golden, andere leuchten weiß. Du nimmst den Karton und alsbald ändern sich die Bilder vor deinem geistigen Auge. Du darfst nun diese Glücksbringer auf den Lebensweg streuen, der dir besonders wichtig ist. Das kann ein Weg sein, den du selbst in deinem Leben wählst. Oder es können Wege von Menschen sein, die dir am Herzen liegen. Stelle dir einzelne Stationen vor, die auf diesem Weg bedeutsam sind. Auf einem Karriereweg können das zum Beispiel bestimmte Gespräche und Beförderungen sein. Auf dem Weg, die richtigen Beziehungen einzugehen, die richtigen Menschen kennenzulernen, können das Begegnungen sein, Gelegenheiten und fast unscheinbare kleine Ereignisse. Es können Momente der Bewährung sein, bei denen du das nötige Glück benötigst. Und es können scheinbar beiläufige Begegnungen sein, die dir in deiner Entwicklung helfen. Stelle dir nun ein paar konkrete Ereignisse vor, zu denen du Glück einladen möchtest. Und schaue, wie du die vierblättrigen Kleeblätter auf diese Ereignisse streust. An den passenden Punkten auf diesen Lebenswegen
auslegst. Stelle dir, wenn es dir hilft, deinen Lebensweg gern wie einen Weg vor, auf dem dir bestimmte passende Bilder begegnen. Und streue die vierblättrigen Kleeblätter auf diesen Weg. Du schaust in deinen Karton und da ist noch ein einziges vierblättriges Kleeblatt. Kehre in deiner Fantasie nun zurück in dein Zuhause und öffne deine Tür. Du atmest Glück ein und lässt Missmut los. Dann gehst du ein bisschen vor die Tür und suchst einen geeigneten Ort, wo du diesen Karton abstellen kannst. In der Nähe eines Fußgängerweges vielleicht, sodass er gefunden werden kann. Schließlich findest du einen schönen Platz, der dir gefällt. Und dieses letzte vierblättrige Kleeblatt legst du nun in die Mitte des Kartons. Dieses Kleeblatt steht für das Glück, das du weitergibst an einen zufälligen oder glücklichen Finder oder eine Finderin. Du kehrst nun zurück zu deinem Zuhause und suche dir dort einen Ort, der dir gut tut, wo du dich wohlfühlst. Entspanne. Lasse noch einmal die zurückliegenden Ereignisse Revue passieren. Spüre dabei ins Glück hinein. Das Glück, das sich dir bereits nähert. Atme erneut ganz bewusst ein und spüre dabei, wie dich gute, angenehme Energie durchströmt, und atme aus und lasse dabei Negativität los. Vielen Dank für deine Teilnahme an dieser inneren Reise. Glück lässt sich nicht erzwingen, aber man kann Glück einladen. Lasse dich vom Glücksgefühl etwas anheben und genieße den Tag. Öffne deine Augen. Öffne deine Augen. Und freue dich auf das, was dir heute und in Zukunft so Wundersames
begegnen darf. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.